Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Was ich jetzt nicht verstehe ist, warum tauchen da unten auf einmal wieder Droiden auf? Wir haben uns nicht bewegt und trotzdem, naja, egal. Wir waren gerade dabei, Moment mal. Ich hoffe, ihr seht sie auch und nicht nur ich allein. Okay, da oben soll es also hingehen. Habe ich den falschen Spielstand geladen? Habe ich vorhin vergessen zu speichern? Ich habe doch das alles schon offen gehabt hier. Und ich habe doch schon da unten auf jeden Fall... Ich hatte doch die beiden Kisten schon oben, das alles geöffnet. Relativ sicher habe ich das getan. Okay, verstehe ich jetzt gerade nicht. Ist auch fast egal, weil ich jetzt die Schlüsselkarte gefunden habe. Die ist da oben irgendwo, aber auf jeden Fall ballert hier wieder links und rechts alles. Obwohl ich ganz sicher... von da kommen wir ja. Das ist ja mega verwirrend gerade. Okay, gut, dann muss ich das hier anscheinend nochmal machen. Ist auch fast egal, weil ich habe dadurch jetzt gerade die Schlüsselkarte entdeckt. Die hängt da oben auf so einem, auf so einer Säule. Aber wir hatten alle Gegner besiegt und sind hier eigentlich frei rumgelaufen beim letzten Mal. Also entweder habe ich wirklich vergessen zu speichern, was jetzt nicht unmöglich ist. Ich gebe es gern zu. Aber er rollt da unten fröhlich vor sich hin. Panaka mal platt machen, das Viech. Wo war sie? Da oben war sie. Wenn ich da jetzt aber runterspringen, werde ich wahrscheinlich verrecken, oder? Von der Höhe. Vor allem auch, weil da unten dieses Viech ist. Vielleicht muss ich da einfach den anderen ranschieben. Panaka könnte jetzt erstmal... Wir müssen uns beeilen. ...dieses Druidika plätten für mich. Das wäre sehr nett. Mach mal. Hat er schon? Ja, das war schon gewesen. Crazy. Wofür ist dieser Fahrstuhl jetzt überhaupt? Damit man drumherum rätselt oder was? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. So fies sind die. Aber es ist wirklich verwirrend. Ich bin... Also das hatte ich letztes Mal ja schon mal, diesen Gedanken. Oder komme ich da einmal so hoch sogar? Nee. Ich hatte letztes Mal schon mal so einen Gedanken. Da hatte ich auch gespeichert, dachte ich zumindest. Und hatte dann aber doch nicht gespeichert. Und hatte irgendwie einen anderen Spielstand als gedacht. Das hat mich auch verwirrt. Egal. Soll euch nicht weiter kümmern. So, wenn ich da jetzt... Jo. So könnte das gehen, glaube ich. Und dann holen wir uns jetzt mal die Schlüsselkarte. Oh, ich sehe das natürlich nicht. Da holen wir uns mal die Schlüsselkarte. Das ist so das Problem. Ich hatte mir halt vorgenommen, immer nur 10 Minuten Abschnitte zu machen. Ich glaube, das speichert. Wenn ich jetzt speichere und beim nächsten Mal lade ich es wieder, bin ich doch wahrscheinlich wieder da, wo ich vorher war. Und nichts ist passiert. Steck mal weg deine Waffe. Okay, das war nichts. Ich hatte mir halt vorgenommen, immer nur 10 Minuten Teile zu machen. Damit es nicht so lang wird. Das war auch nichts. Das ist so das Problem bei diesem Spiel. Es gibt halt Momente, wo man einfach nur umherrennt, ellenlang. Und nicht viel passiert. Dann kann es immer sein, dass in so einem 10-Minuten-Teil einfach mal gar nichts passiert. Oh ja, das hat funktioniert. Sehr gut. Wo könnte es sein? Ja, ich habe es schon entdeckt. Jetzt muss ich bloß noch wieder diesen Schlitz für die rote Schlüsselkarte finden. Dann haben wir das auch schon erledigt. Vorwärts, sag ich da. Blaster ist gezückt. Achso. Da geht's gleich mal mit Obi-Wan weiter. Das speichern wir uns gleich mal wieder ab. Dann können wir nirgendwo zurückgeworfen werden.
Ich bin auch der Meinung, ich habe das ja für die PlayStation gespielt damals. Erstmal war die Grafik um einiges schlechter. Und ich bin der Meinung, dass, dass ich immer nur einen Spielstand hatte. Oh, da hinten kämpfen sie beide wieder. Kann das sein? Ich mache das ja auch gerade so ein bisschen auf gut Glück. Also ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Ich denke mal dahin, ne? Da der Druide ist. Nö. Oder auch nicht. Macht ja nichts, wir können ja laden. Aber ich denke mal schon, weil da geht es ja irgendwie auch weiter. Da geht's. Oder kommen wir von da? Ich weiß es nicht. Ich verpasse diesen Doppelsprung so ein bisschen, ne? Wie oft uns Obi schon gestorben ist in dem Spiel. Wahnsinn. So. Da muss ich doch sicher hin. das könnte ein sehr einseitiges Video werden. Wir springen mal gleich hier auf den fahrenden Fahrstuhl hier. Da hinten fleißig gekämpft. Da geht's noch weiter. Hinter uns aber nicht. Soll ich da vielleicht drauf? Das ist ja auch nichts gewesen, oder? Da knurrt er vor sich hin. Da ist nichts gewesen. Nee, das wäre Quatsch. Also ich vermute, wir müssen da hin. Nur wie ist die Frage, ne? Nö. Das war auch nichts. Bin ich vielleicht einfach mal ganz auf dem falschen Trichter gewesen hier? Kam er mal irgendwann von da? Da ist zurück, ist auch Quatsch, glaube ich. Das kann eigentlich auch nicht richtig sein. Wir fahren mal wieder Fahrstuhl. Wofür soll er sonst sein? So, da bin ich gerade verreckt. Das Ding bringt uns aber auch nichts. Und hier ist auch nichts zu sehen. Ja, das wird wieder so ein Moment für so ein 10-Minuten-Teil, wo eigentlich nicht viel passiert. Da muss ich hin, bin ich der Meinung. Da muss ich hin. So, wenn ich jetzt mich runterfahren lasse vielleicht. Jetzt bin ich... Ich war auf einem guten Weg eigentlich. Aber bin dann da hängen geblieben, oder? Oder wie, seht ihr das? Scheiße. Ja. Nee. Ist ja gerade ein bisschen blöd hier. Was ich hier mache. Ich bin da oben im Kopf hängen geblieben. Mein Gott. Ich bin mir ganz sicher, dass ich da hin muss. Wo soll ich sonst hin müssen? Und runterspringen geht nicht. Das haben wir getestet. Und da rennt auch der Druide rum. Das ist doch schon so ein Zeichen dafür, dass wir da hin müssen. Ganz sicher. Ganz sicher. Wir suchen da gleich nochmal. Jesus, Maria und Josef. Möge die Macht jetzt mal mit mir sein. Ich will da jetzt rüber. Verflucht noch eins. Was anderes gibt's doch hier gar nicht. Dote. Schneiden wir einfach raus. Nein, machen wir nicht. Nein, nein, nein. Ihr sollt schon erleben, was ich hier erlebe. Oh, das hat ja nicht funktioniert, bekanntlich. Vielleicht funktioniert es eben doch nicht. Ach, da geht es ja auch noch weiter. Da vielleicht rüber. Jo. Nein! Oh, ich war verrückt. So, nochmal. Hatte ich meinen Gedanken von jetzt eigentlich zu Ende geführt mit den PlayStation-Spielen? Also ich habe es mit PlayStation gespielt. Grafik war schlechter.
Und man hatte nur einen Speicherstand. Also man konnte nicht einfach sich jedes Level abspeichern, dass man eben immer wieder zurück konnte, wie man Bock hatte, sondern man spielt es einmal durch. Und hatte eben seinen Spielstand und dann fing man wieder bei Null an. Das ist hier auf dem PC um einiges cooler. Jesus, ich werd verrückt. Also, ich kann, ja, die 10 Minuten sind schon wieder um, aber ich kann doch jetzt nicht diesen Teil beenden, ohne dass ich überhaupt irgendwas gepackt habe. Außer diese hässliche Schlüsselkarte zu finden, was auch wirklich purer Zufall war. Weil er einfach mal irgendwie falsch gespeichert hat oder nicht gespeichert hat oder wie auch immer. So, wenn ich das jetzt schaffe, speichere ich aber sofort. Aha. So. Immer mit einem Erfolgserlebnis das Training beenden. War immer so eine goldene Bambini-Regel. Und auch die wende ich jetzt an. Wir beenden diesen Teil mit einem kleinen Erfolgserlebnis. Wir haben Obi über die Klippe springen lassen. Euch verabschiede ich wieder. Bis zum nächsten Teil. Möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao.